Bisschen Haushalt ist doch kein Problem, meint ein Mann. Das bisschen Haushalt macht mir doch bequem, meint ein Mann. Auch am Herdenrechten Mann sein Mann kann stehen. Man muss nur wählen, meint ein Mann. Das bisschen Haushalt könnt er mir ruhig überlassen. Er hat keine Ahnung, so ein Mann. Wow! Topfer-Deckel, Erich! Genau so einen Toten haben sie in so einem Leid in die Hot gehabt. Nur grösser. Dort ist dann einer mit einer Maschinenpistole rausgekommen und hat alle verschossen. Du richtest etwa gleich viel Schaden an, nur mit reinkommen. Sorry, Max, aber dadurch ist der einzige Weg aus meinem Zimmer. Es ist nicht dein Zimmer. Aus meinem vorübergehenden Zimmer. Hey, das ist doch komisch. Vorübergehendes Zimmer. Wie wenn du aus dem Fenster schauen und draussen läuft eine Wohnung vorbei. In einer Kolonne. Zuerst den Gang und dann die Stube und dann... Wo hast du eigentlich einen wollen? Raus. Lass dich ja nicht aufhalten. Ah ja, übrigens, gehst bitte nach dem Kino noch in aller Ruhe eins trinken. Ich gehe heute nicht ins Kino, die Filme, die laufen, habe ich alle schon gesehen. Du gehst? Du weisst es nur noch nicht. Interessant, in welchem Film? In dem, der am spätesten aus ist. Vor Mitternacht würde ich dich in diesem Haus nicht sehen. Und nach Mitternacht? Würde ich dich auch nicht sehen. Dann werde ich dich wohl reinlassen müssen. Hast du etwas vor? Ein ungestörter Abend mit meiner Frau. Ein total ungestörter Abend. Nur wir zwei. Sie und ich und die Tote. Das sind drei. Wir werden ein Gläschen Champis trinken. Leisliche Musik hören. Das grosse Licht ablöschen. Und dann... Und dann was? Es geht überhaupt nicht an. Ich auch noch das Privatleben. Heute ist nämlich unser Hochzeitstag. Wow, gratuliere! Darum also die Kalorienbombe. Da ist sicher mindestens ein Kilo Zucker drin. 250 Gramm, genau nach Rezept. Und erst noch mit Beschriftung. Angela und... Und was? Max. Gell? Gut. Bist du wahnsinnig geworden? Du kannst doch nicht einfach... Du hast gesagt, ich soll. Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, Max. Und ich habe mögen und drum. Max, habe ich gesagt, da auf die Tote kommt Max. Kss. Aha. Kss. Und beim Dekorieren ist dir dein Name nicht eingefallen? Raus. Und jetzt will ich von niemandem mehr gestört werden. Ist das klar? Okay, gang ich halt ins Kino. Max! Aber nicht schon wieder. Ich muss, glaub ich, doch zuhause bleiben. Wieso? Weil die in dem Antiquariat die Sammlung von alten Kinoprogrammzetteln hatten. Was hat das damit zu tun? Seit ich die gekauft habe, bin ich total pleite. Also gut, ich zahle das Billett. Gehst du ins Wohnzimmer, dort ist mein Job. In der rechten Tasche steckt mein Portemonnaie. Wieso nicht? Hat es zur Sicherheit schon mitgebracht. Nimm halt 20 Franken raus. Wow, ein Popcorn spendierst du auch noch. Du bist wirklich der beste Freund, den man haben kann. Und du die grösste Nervensäge. Soll mich aber ja niemand mehr stören. Kopfverdeckel! Eine nette Begrüßung für die eigene Tochter. Entschuldigung, Kathi. Ich habe gemeint, du sagst Erich. Seit wann habe ich abstehende Ohren? Hey, cool, kann man nehmen? Nein! Schlecke, alter Schlagrahmen auf den Boden. Wenn man immer gestört wird. Wieso bist du überhaupt daheim? Falls du dich nicht mehr erinnerst, ich wohne da. Ist heute nicht die Party bei deiner Freundin? Bei dieser Madeleine.
Und ich dir so grosszügig erlaubte, dass du erst um Mitternacht heimkommst. Doch, die ist heute. Ah, dann gehst du jetzt grad. Bist schon gegangen. Hä? Und wieder rumgekommen. Wieso? Das hat mir nicht gepasst. Bei der Madeleine hängen alle rum und rauchen Shit. Was? Shit, zu Deutsch Scheiße. Katrin! Er bekannt als Haschisch. Braucht ihr? Pause los. Es ist natürlich lobenswert, dass du dich von so einem Verhalten demonstrativ distanzierst. Ich bin nur heimgegangen. Aber andererseits wird ja nicht, dass du den Kontakt zu gleichaltrigen Freunden völlig... Ich meine, ich habe im Geschäftsleben gelernt, wie wichtig eine kollegiale Atmosphäre unter den Mitarbeitern... Beim Betriebsausflug ist es allerdings auch ein wild zu und her. Einmal haben wir sogar Frau Heberli von der Telefonzentrale in einer Abstellkammer mit dem Vizedirektor Doppler. Aber lassen wir das. Was willst du mir eigentlich sagen? Man darf sich nicht ausschliessen. Das ist nicht gut in deinem Alter. Du findest also, ich sollte auch Schicko rauchen? Ja. Nein, natürlich nicht. Aber bei dieser Party wird es auch noch etwas anderes. Mhm. Eben. Miteinander schmusen dort. Alle? Nein, nur die zu zweit gekommen sind. Und die anderen? Die kiffen. Darum bin ich abgehauen und habe mir gesagt, dann mache ich auch noch lieber einen gemütlichen Abend mit meinem Vater. Heute? Freust du dich? Klar. Ich freue mich immer, wenn du und ich, wenn wir... Es ist nur... Was? Morgen tut es dir vielleicht leid, wenn du die Party verpasst hast. Komm. Fast wird mir immer schlecht. Ich meine... Hast du etwa auch schon? Nein, natürlich nicht, aber... Wenn die anderen tun, dann zieht manchmal so ein Schwader auch durch und von dem lupft es mir jedes Mal. Du bist also daheim heute Abend? Ja. Den ganzen Abend? Ja. Aha. Ich würde sogar das Monopoly mit dir spielen. Ha, wie schön. Wenn du nicht wieder ausrastest, nur weil du bankrott gehst. Los, ich hätte das Spiel gewonnen. Meine Managementstrategie war völlig in Ordnung. Ich hätte wirklich nicht können wissen, dass ich dreimal hintereinander auf Zürich Paradeplatz... Du bist also heute Abend daheim. Man könnte meinen, es passt dir nicht. Mal, es passt mir. Sehr sogar. Ich finde es wunderbar. Andererseits, meinst du, solltest du nicht doch an die Party gehen? Zu den Kiffern oder zu den Knutschern? Weißt du, dein gutes Vorbild. Du als anständiger zoges Mädchen, das hat vielleicht einen positiven Einfluss auf die anderen. Verstehe ich dich recht. Du findest dich so gescheiter wieder zurück in der Madeleine ihre Lasterhöhle. Man muss auch etwas erleben in deinem Alter. Hey, cool, kann ich das schriftlich haben? Ich weiss doch, dass ich mir um meine Kette keine Sorgen machen muss. Deine Kette heisst Katrin. Eben, das meine ich doch. Gut, dann gehe ich jetzt wieder. Und denk dran, du hast Ausgang bis um Mitternacht. Und wenn du etwas später kommst, ist es auch nicht so schlimm. Hey, cool. Dein mit den schwarzen Haaren und dem Lederjoben. Pete heisst er, glaube ich. Er ist zwar mindestens schon 18, aber gar nicht so unsympathisch. Ciao, Babs. Hey, Kathi! Katrin! Ach was, nicht nur einmal im Jahr Hochzeitstag. Ich habe es ja gewusst. Heute ist sie pünktlich. Hallo Schatz, wie wär's mit einem Kuss? Wie meinst du? Erich, wieso bist du da? Dass ich euch nicht störe. Hä? Weißt du, ich habe mir überlegt, bevor ich ins Kino gehe, sollten wir vielleicht ein Zeichen abmachen. Was für ein Zeichen? Dass ich nachher nicht in irgendeinen intimen Moment platze. Du könntest zum Beispiel etwas vor das Fenster hängen. Ein Nasentuch.
Oder eine Unterhose. Oder was du halt sonst gerade nicht brauchst. Und dann würde ich das sehen und würde diskret einfach nochmal um den Block laufen. Und wenn nötig, nochmal um den Block. Und wenn die Unterhosen immer noch dort hängen, nochmal. Wie lange brauchst du eigentlich so im Durchschnitt? Für was? Ich habe mal einen Tierfilm gesehen über das Thema. Du, ein Elefant ist etwa in einer Minute fertig. Ich bin doch kein Elefant. Heißt das, dass du länger brauchst oder kürzer? Raus, ab ins Kino. Und wenn du Popcorn kaufst, sexy soll dir das mit Rattengift geben. Die ist schon weg. Und vergiss nicht, einfach die Unterhosen aushängen. Das ist nett von dir, aber ich finde Rosen altmodisch. Du, wie bist denn du reingekommen? Durch die Tür. Der Erich hat mich netterweise reingeschaut. Ist Angela noch nicht daheim? Nein, aber sie muss jeden Moment. Gut, dann warte ich auf sie. Ich habe noch eine Statistik, ob es morgen muss erledigen sein. Oh, Torte. Finger weg! Hast du die gebacken? Klar. Dann will ich sowieso keine. Das schmeckt doch so komisch. Wieso? Wie ranzig so der Kolonie. Ich glaube nicht, dass Angela Zeit für Arbeit hat heute Abend. Wieso? Was haben wir vor? Ich. Mir. Ist auch egal. Die Statistik da ist einen Weg wichtiger. Hat das nicht Zeit bis morgen? Doch, natürlich. Eben? Bis morgen Morgen um 8 Uhr. Dann muss ich sie auf meinem Schreibtisch haben. Also, ich sehe wirklich nicht ein. Natürlich siehst du das nicht ein. Du als Hausfrau. Aber wir, die voll im Geschäftsleben stehen. Haushalt ist auch ein schwieriger Beruf. Klar. Wie Strassenmusikant oder Pflastermaler. Ich lege die Unterlagen hier an. Sagst du, Angela, bis morgen Morgen in 3 Exemplaren. Kommt doch überhaupt nicht in Frage. In dem Fall 4 Exemplare. Mach du zuerst einmal eine Torte bevor. Ranzig. Vielleicht habe ich ein bisschen viel. Aber jetzt müsst sie wirklich. Salut, Schatz. Da, für die. Enorm. Wie schön. Nein, die. Herzlichen Glückwunsch zum Hochzeitstag. Das ist der Lieb. Ich hätte geschworen, dass du jetzt mal dran denkst. Ich habe so einen Hochzeitstag noch nie vergessen. Schon nicht. Aber jetzt hast du keine Sekretärin mehr, die dich daran erinnert. Was ist das für ein Ordner? Nicht, nicht. Überhaupt nicht. Schau mal dort. Oh, Schatz. Wer ist Mux? Wieso? Da auf der Torte steht Angela und Mux. Max, ich habe ihm verschrieben, weil ich dauernd gestört worden bin. Aber jetzt sind wir ganz allein. Wenn der Erich hinkommt. Der ist im Kino. Ich habe meine eigentlich schon alle Filme gesehen. Was schaut er? Popcorn mit Rattengift. Und wenn er vor Mitternacht heimkommt, wird das ein Dokumentarfilm. Komm. Und Katrin? Ist an einer Party. Hoffentlich nicht bei der Madeleine. Wieso? Da kiffst du nur. Und knutschend. Wenn ich ein kleiner da wäre, hätte ich keine ruhige Minute. Nein, nein. Sie ist. Wenn es etwas wäre, dann würde sie sicher gleich wieder heimkommen. Wahrscheinlich schon. Ich bin so froh, dass ich mich darauf verlasse. Du bist für Katrin da und bei dir ist sie immer willkommen. Jetzt sind mal nicht die anderen wichtig. Nur wir zwei. Du und ich. Was war das für ein Ordner? Jetzt vergiss mal den Scheissordner. Wenn man Tagesdisposition macht, muss man sich auch daran halten. Und auf unserer steht jetzt Zärtlichkeit und Intimität. Ich meine, Zärtlichkeit und Intimität. Oh, yeah.
ist Was schmeckt dir so komisch? Wie Ranzigs oder Cologne? Willst du das erste Stück Torte? Die ist so wunderschön. Ich bewundere dich, wie du das kannst. Ist doch keine Sache. Man muss sich nur richtig damit befassen. So ein Perfekt ist mir nie geraten. Ja, ein gewisses Talent gehört schon dazu. Übrigens, die Fahrradhaltung in der Küche muss ich auch noch optimieren. Es hat kein einziges Pack Zucker mehr gehabt. Nur noch den Rest in dieser altmodischen Dose. Die blaue Wiese, wo Zucker draufsteht? Genau. Ist der ein Stück? Hätte ich nicht sollen. Wieso? Ist der Zucker da drin zu alt? Sondern? Der Zucker da drin ist Salz. Was? Wie kannst du nur Salz in eine Zuckerdose? In eine Salzdose? Schon mal. Ja, ja. Mit mir kann man das machen. Die ganze Arbeit für nichts. Aber dir ist das gleich. Du weißt nicht, wie es ist, wenn man den ganzen Tag in der Küche schuftet. Meine schönen Torte. Komm schon. Es tut mir ja leid. Wirklich. Und ich weiß, wie ich dich trösten kann. So? Und so? Und so? Meinst du wirklich, die knutschen dort? Wie? Wo? An dem Fest bei dieser Madeleine. Kann schon sein. Aber sie können sicher nicht so gut wie wir zwei. Und kiffen tun sie auch. Ich muss sofort telefonieren. Jetzt? Um der Katrin zu sagen, sie soll heimkommen. Und zwar auf der Stelle. Später, Schatz. Jetzt wollen wir zuerst in aller Ruhe Hochzeitstag feiern. Du hast ja so recht. Jetzt gibt es nur noch die und mich. Was ist? Mir sticht etwas in den Rick. Hey, das ist ja vom Geschäft. Das ist jetzt nicht so wichtig. Ist der denn da gewesen? Ja, schon, aber... Was hast du gesagt? Ja, irgendetwas wegen einer blöden Statistik, die bis morgen Morgen muss. Morgen Morgen? Dann muss ich sofort hin. Darf ich dich darauf aufmerksam machen, dass heute unser Hochzeitstag ist? Bei aller Beanspruchung als Bereichsleiter habe ich es immer geschafft, mir den Termin freizuhalten. Ausser das letzte Jahr, als die japanische Delegation da war. Das war eine Ausnahme. Und das vorletzte Jahr, als die automatische Bachstrasse in die Banne hatte? Das war ein Notfall. Und das vorvorletzte... Ist ja gut, ich habe verstanden. Meine Arbeit ist doch wichtiger als ich. Mach dir ruhig deine Statistik. Ich kann ja unterdessen den Backofen putzen, wo ich völlig sinnlos versaut habe für eine versalzene Torte. Warte, Schatz. Du hast recht. Es gibt wirklich Sachen, die wichtiger sind als der Beruf. Ich sage es ja schon immer. Aber auf mich lässt ja niemand. Weißt du was? Jetzt nehmen wir den Champagner und Gläser. Und dann gehen wir zusammen ins Schlafzimmer. Und dann ziehst du das da ab. Und das. Und das da. Angela, ich kann es kaum erwarten. Das wird der schönste Hochzeitstag, den wir je hatten. Aber Schatz, das ist doch nicht so schlimm. Das kann jedem Mann mal passieren. Mir nicht. Ich bin Manager. Was hat das mit dem zu tun? Ich hatte die Sache im Griff gehabt. Mein Leben lang. Und jetzt? Wegen einem Mal. Ein Mitarbeiter, der in einer wichtigen Sache so versagt, der hätte ich gerade entlassen. Ich glaube nicht, dass es in dem Fall die richtige Lesung ist. Aber weißt du, an was es liegt?
Am Alter? Ich bin nicht alt. Ich bin noch nie alt gewesen. Nein, es ist etwas ganz anderes. Vielleicht hättest du Champagner nicht selber trinken. Alkohol hat mir noch nie etwas gemacht, solange ich noch ein Mann war. Wie bitte? Aber seit man mich zwingt, den ganzen Tag einen Rock anzulegen. Hä? Oder eine Schoss. Das ist ganz gleich. Ich glaube, du bist heute ein bisschen durcheinander. Ich habe schon gedacht, als du deine Unterhose vor das Fenster hast gehabt. Wenn ich dann keine Nase gefunden habe. Kannst du mir das bitte erklären? Nein. Menge Sachen verstehen nur Männer. Männer, die richtige Männer sind. Jäger, Krieger. Die Mammut heimbringen und nicht Wäschmittel im Sonderangebot. Ich komme nicht nach. Weil du eine Frau bist. Aber mein Entschluss steht fest, ab sofort wird das anders. Ab sofort bin ich keine Frau mehr. Nein, ich. Fertig mit Haushalt führen. Max. Oder willst du lieber einen Mann, der immer impotent ist? Du bist impotent? Das habe ich ja gar nicht gewusst. Erich, habe ich dir nicht gesagt, du sollst auf keinen Fall zu früh heimkommen? Der Film ist schon seit einer Stunde aus. Ja, und? Hast du die Unterhose nicht gesehen? Das Einzige, was zum Fenster aushängt, ist so ein komischer rot-weiß garierter Lumpen. Das ist meine Unterhose. Was ist eigentlich los? Nicht mehr viel. Denk, wenn der Max impotent ist. Ich bin nicht. Aber nimm das so nicht zu Herzen. Ein Elefant kann auch nur eine Minute. Ich glaube, du gehst jetzt besser in dein Zimmer. Finde ich auch. Du gehst jetzt besser in dein Zimmer, Max. Ich tue unterdessen ein bisschen Tanschi trösten. Du? Okay. Mach dir keine Sorgen, Max. Mir fällt schon etwas ein, um dir zu helfen. Schatz, komm. Lass uns in aller Ruhe über die Sachen reden. Da gibt es nichts zu reden. Du kannst einen Mann im Haus haben oder eine Putzfrau. Such das aus. Aber du hast doch jetzt die ganze Zeit bestens funktioniert. Red nicht von funktionieren. Für einen Mann in meiner Lage ist das ein sehr schmerzhaftes Wort. Wenn ich überhaupt noch ein Mann bin. Du bist ein wunderbarer Mann. Wirklich. Aber nicht so lange in einer Chance rumlaufen. Fertig, Haushalt. Schluss. Aus. Wie soll das funktionieren? Das ist mir gleich. Meine Männlichkeit ist mir wichtiger. Jetzt weiss ich nicht mehr, wie es so weitergeht. Max! Max! Das ist Katrin. Kathi, was ist passiert? Ich darf dich heimbegleiten und du jetzt wieder zudringlich. Was? Mit meiner Tochter? Das wäre erledigt. Ich glaube, du hast ums Nasenbein gebrochen. Könnte gut sein. Katrin, ist alles in Ordnung? Klar. Der Babs hat mich beschützt. Ich habe gar nicht gewusst, dass du so ein Superman bist. Man tut, was man kann. Und weißt du, was ich am meisten an dir bewundere? Meine Fähigkeit als Manager. Dass du dir nicht zu gut bist, für uns alle den Haushalt zu führen. Los, Katrin, was das betrifft, gibt es jetzt, glaube ich, eine Änderung. Dein Vater hat beschlossen... Schreib mir nicht vor, was ich beschlossen habe. Da bin ich immer noch ich Herr im Haus. Und wenn ich den Haushalt führen will, mache ich das. Aber... Kein Einspruch. Und du, Kathi, ab ins Bett, und zwar subito. Wir zwei wollen auf keinen Fall gestört werden. In dem Fall? Gute Nacht, Superman. Und jetzt zu uns zwei. Ich glaube, wir haben noch eine unerledigte Pendenz. Findest du wirklich, wie sein? Mach dir keine Sorgen, die Krise ist behoben. Aber ich soll dir wirklich nur die Statistik machen. Kommt überhaupt nicht in Frage. Für eine Nacht kann uns Delian gestohlen bleiben. Oder gibt es da irgendwelche Einwände? Ah, keine. Mich interessiert eine andere Statistik sowieso viel mehr. Max? Max? Wie tut's? Aber da drin wäre ein Champar interessanter Artikel über Impotenz. Und ein Mittel dagegen.
wenigstens haben sie mir ein Stück Torten übrig gelassen.